Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal wieder Iron Man. Haben wir ein paar Tage nicht gemacht, ne? Wir sind hier noch in Dunkelheim und bevor wir uns jetzt an die Quest machen, würde ich sagen, gehen wir erst einmal zum Einsiedler hoch und gucken mal, ach guck mal, hier ist auch noch eine Quest. Und schauen dann mal, was er noch so möchte. Genau, Mary ist ja da hinten. Da gehen wir gleich auch noch hin. Aber erst einmal zum Einsiedler. Und der ist hier auf dem Weg. Ach Gott, da ist ja noch ein Quiz. Ja, okay. Die holen wir uns auf dem Rückweg. Wir gehen jetzt erstmal noch zum Einsiedler, bevor ich es noch fünfmal sage. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr sitzt nicht wie ich in einem Schmelztiegel. Und hallo? Irgendwie leckt gerade alles so ein bisschen. Ah, genau. Ja, ich hoffe, es geht gut. Ihr habt nicht so ganz warm. Sprechen klappt noch nicht, ne? Ich habe heute noch nicht viel gesprochen. Daran liegt es vielleicht. So, der Plan ist halt die, wir werden jetzt erstmal hier die Hin- und Her-Laufquest machen. Werden uns die Quest, die jetzt hier noch sind, alle holen. Na, ihr seid mir ein munteres Persönchen. Und dann werden wir erstmal gucken, was wir hier so abarbeiten können. Ich habe ja oder bin ja in der letzten Folge auf Tank gegangen, weil ich gemerkt habe, okay, Tank ist dann doch ein bisschen einfacher. Jawohl, Level Up, Stufe 24. Mögen eure Reisen sicher sein. Geht ja vorwärts. Noch nicht viel gemacht, Level Up. Naja, wir hatten ja auch schon viel. So, jetzt haben wir auch Baumrinde. Das ist auf jeden Fall cool. Die müssen wir uns gleich noch einbauen. Hallo. Ja, es leckt unglaublich. Ich weiß auch gar nicht, warum. Alles klar, wir sollen das Bündel Briefe finden. So, jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Einmal gibt es hier den Brief. Da müssen wir ja wieder zu den Worgen. Das könnten wir eigentlich zuerst machen. Und dann haben wir ja hier die Quest mit dem Garten. Wir sollen ja zu Mary. Und dann haben wir ja hier auch nochmal Worgen hier unten. Aber da müssen wir sowieso danach hin. Deswegen würde ich sagen, holen wir erst die Briefe. Weil das ist ja eine längere Questreihe, die ja, glaube ich, auch hier lang führt. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch geht. Ob alles gut ist. Natürlich hatten wir die letzten Tage nicht so viele Streams, wie ich gerne gehabt hätte. Einige wissen ja, dass meine Gesundheit gerade ein bisschen, ja, bescheuert ist. Nicht das tut, was sie soll. Ach, guck mal, ist direkt schon drin. Aber was sollen wir machen, ne? Müssen wir durch. Da sind auch Worgen, die brauchen wir gerade nicht. So, wir müssen da ins Lager und da sind die Briefe. Komm her, mein Freund. So. Den können wir jetzt dreimal stapeln. Wo wir den auslösen. So, immer aktiv halten die Dinger. Ich habe jetzt auch extra die Baumrinde nicht benutzt. Weil kann hier noch einiges kommen. Und sicher ist sicher. So, der Briefstapel liegt eigentlich hier vorne irgendwo. Da sitzt gleich noch einer. Den müssen wir mal gucken. Den müssen wir noch machen, denke ich. Na komm, wir heilen uns mal vorsichtshalber. Oh, das ist so schön. So. Kommen wir da so ran? Ja, kommen wir. Na dann. Nein, nicht das. Das. So, dann haben wir den Brief. Und dann machen wir uns jetzt gemütlich wieder auf den Rückweg. Geben erstmal den Brief ab. Und dann... Oh! Geh weg. Dich brauche ich nicht. Und dann machen wir uns an die nächsten Quests. Ich denke mal, die Folge heute wird auch mal ein bisschen länger, damit wir auch ein bisschen vorwärts kommen.
Da ist ja, ich meine jetzt nicht in Riesenschritten, aber es geht ja auch bald Was kann ich für euch tun? auf den Lich King Classic zu und auf, was gibt hier am meisten Kohle? Der, den verkaufen wir gleich. Ups, gerade nachts, Jeden alles klar, Tag. machen wir. Es geht ja hier auch auf War of the Lich King Classic zu und ich möchte ja auch gucken, dass der Char dann auch weiter oder fertig wird. So, einmal das, einmal Wie das. sich. Wir dürfen die Sachen ja alle nicht tragen, dann tun wir sie auch gleich verkaufen. Siehste? Die Tagebuchseite ist nämlich auch hier unten und das ist nämlich ganz gut, wenn wir das dann zusammen machen. So, dann werden wir mal zu Mary gehen. Der Garten ist ja hier. Und da werden wir uns jetzt hier über den Weg daran machen. Soll der aufpassen, die ersten Skelette etc. Das ist eine Spinne. So. Ja, dann komm mal her, du. Dann komm mal her, du. Ich bin mal echt mal gespannt, wie wir später durch Shadowlands kommen. Da bin ich echt gespannt. So, den auch nochmal rauf. Aufpassen, hier ist Gift. Ich meine, die brauchen wir ja auch hier, ne? Acht Verrottete töten. Und dann werden wir uns gleich mal den Weg zu Mary hier frei schaufeln. Weil die hat ja auch noch eine Quest. So, weiter. Einmal heilen. Und dann schleichen wir uns weiter. Und so, dann gehen wir erstmal zum Haus, würde ich sagen. Ich meine, hier sind auch genug Mobs. Ich kann mich noch erinnern, teilweise, wenn man hier rumgelaufen ist, dass hier echt wenig Mobs waren. Und das war alles nur nicht schön. Übrigens, falls sich jemand fragt, wenn ich hier so Auktionen oder so mache, die Sachen, das schicke ich alles nicht an einen anderen Char. Das mache ich wirklich alles über den hier, auch Ja. Auktionshaus und. So, bitteschön, dein Kamm. Alles klar, den müssen wir wieder zurückbringen. Und dann haben wir hier die andere Quest. Da müssen wir da drüben nämlich ins Denk Gebäude nach rein. Geduld und Den Disziplin. einen Typen da töten. Oh, jetzt haben wir zwei. Sollte aber für uns machbar sein. Ja. So, machen wir das. Machen wir Baumrinde. So, der andere wird jetzt von uns gewurzelt. Oh, das war knapp. Es wurde schon rot. Habt ihr gesehen? Also zwei Mobs können schon, ja. Und zwei Mobs können schon anstrengend werden. Also da müssen wir uns echt ganz genau überlegen, wie wir es machen. Ich denke auch, dass wir. Oh, ernsthaft? Das ist geil. Schwarzfang ist, glaube ich, auch sehr beliebt als Waffe. Das ist geil. Ja nun. Ah, ein bisschen Gold, ne? Da haben wir ein bisschen Gold. Na? Aber wir werden jetzt auch nicht übermütig, ne? Also gucken schon, dass wir hier schon normal durchkommen. Und das war halt mein. Ach nee, da geht's wieder raus, ne? Ja, müssen da lang. Dass wir jetzt hier nicht übermütig werden, zu viele Mobs pullen oder sonst irgendwas machen. Also wir wollen hier schon gucken, dass die hier auch das Endlevel erreicht. Ich hoffe es, ich bin gespannt.
Aber was wir halt bald, glaube ich, mal brauchen, ist wirklich neues Gear. Und da muss ich echt mal gucken, wo wir das herkriegen. Ja. Ich gucke ja schon immer, wenn was fällt, ob es grau ist oder. Ja. Dass wir da irgendwie eventuell noch was bekommen. So, der Typ, den wir brauchen, ist da drinnen im Haus. Okay, die haben wenigstens keinen Giftbuff mehr. Das ist gut. Wir müssen hier sowieso nochmal hin. Weil hier gibt es ja nochmal eine Quest für diese Kräuter, die hier rumliegen. Die habe ich jetzt gerade noch nicht. Ah, macht nichts. Und die hier müssen wir, glaube ich, auch nochmal machen. Dafür kriegen wir, glaube ich, auch nochmal eine. Aber das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten machen. Ich sehe gerade, wir haben einen Buff bekommen. Den klicken wir jetzt mal weg. Wann haben wir den denn bekommen? In der Stadt? Kann das sein? So, ich nehme erst den. Weil der andere ist gleich ein Caster. Caster ist dann doch ein bisschen schwieriger. Ich dachte erst, da steht eine Kiste, ne? Ich dachte echt, da steht eine Kiste. Schade aber auch. So. Hallöchen. Hier, für die Roten. Für die Dinger brauchen wir das. Ich kann nicht unterbrechen, ne? Nee. Ich kann nicht unterbrechen. Dies ist schon schlecht. Die Katze kann das, glaube ich. Die Katze kann das. Kann sagen, es wird Spieler. Nee. Kriege ich eigentlich irgendwann was zum Unterbrechen? Ach nee, da muss ich gucken. Er ist schon tot, Anna. Hier, Schädelstoß. Damit kann ich unterbrechen. Mit 26. Ja, da haben wir noch ein bisschen vor uns, ne? So, jetzt noch ein Quest machen. Oh. Das drücken wir mal. Können uns gleich wieder heilen. Das ist gut. So. Können wir hier auch noch mal eine Heilung draufsetzen und dann gehen wir wieder raus. Und dann gehen wir wieder rüber. Na, weil wir haben ja jetzt noch hier. Ein Schrecken müssen wir noch machen. Und dann machen wir uns wieder zurück nach Dunkelheim. So, wo haben wir denn hier? Nehmen wir einfach den. Ich hoffe, der kommt alleine. Ja, der kommt alleine. Hallöchen. Na? Naja, vereinzelt hauen die echt gut rein, ne? Die hauen vereinzelt echt gut rein.
So. Lass uns mal gucken. Wir haben da, da und da Quest. Und ja, man könnte sich hier überall durchprügeln. Aber nö. Nö, 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 nö. Man darf auch mal sich durchsneaken. Und das machen wir jetzt auch gerade. Ach ja, hier ist immer alles dunkel. Natürlich kann er uns sehen. Die Wachen sehen uns. Ist ja auch nicht schlimm, ne? Wir dürfen hier ja auch rein. So, dann gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, hier diese Endquest mit Kleiner, ne? 5, genau, das sind jetzt die Skelettenmagier und so. Das sind die hinteren. Das Licht sei mit euch. Bitteschön, Dankeschön. Lebt wohl. So, sind wir, glaube ich, wieder zum Einsiedler. Ja, da gehen wir dann auch gleich hin. Aber erst. Ach so. Der hier ist rechts im Haus. Hallo. Seid gegrüßt. Bitteschön. Na, das ist der. Für die Allianz. Das Ogermonokel. Machen wir, machen wir. Aber erst müssen wir hier. Na, die Oger sind ja hier unten. Hier vorne ist ja auch noch ein Lager am Weg. Da gibt es auch noch Quests, die uns hier, glaube ich, reinführen. Weil es gibt ja auch noch eine Quest, wo wir die ganzen Oger verprügeln müssen. Und ja, ne? Man muss halt sonst x-mal an die gleiche Stelle laufen. Hi. Schönen guten Tag. Was gibt mehr Kohle? Du. Dankeschön. Mögen eure Reisen sicher sein. Okay, mache ich. Eine Lauferei hier. Aber was beschweren wir uns mit der nächsten Quest, wenn wir wahrscheinlich Level Up haben. Also das war wirklich ein schnelles Level, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann sind wir schon 25. Mein Gott. Lass ihn mal. Machen uns immer mehr auf den Weg zur Hälfte von 70. Wobei, das wird ja später noch ein bisschen schwieriger. Jetzt am Anfang ist es ja noch ein bisschen Pille-Palle. Man muss halt trotzdem aufpassen, dass nicht zu viele kommen. Genau, jetzt müssen wir nämlich auch wieder die Blüten sammeln. Aber wir haben jetzt die 20 Minuten gleich voll. Ich würde sagen, die Folgequest machen wir doch in der nächsten Folge. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habt einen schönen Tag, schmelzt nicht weg, bis bald. Tschüss!